Wir sind noch mal kurz auf den Park, Mike. Denn die Gesere als erste Frau des Ziel hier mit der Unterstützung des Publikums. Sind sie der Ende mit der 420? Verteidigt also ihren Titel aus dem letzten Jahr. 35 Strecke, guter Asphalt, rollt richtig gut. Klasse. Und die Steigung auf die Gesere. Wie ist das? Und es gibt natürlich für einen Sportler nichts Schöneres. Und die 406 jetzt auch hier. Thomas Wenzel. Nur mal zwischendurch, in 10 Minuten ist der Start der Schüler. Ja, guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Wie im letzten Jahr überwiegen auch in diesem Jahr die weiblichen Teilnehmerinnen bei Weiben. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass die Mädels die Technik bestimmt besser bzw. früher erlernen. Ich wünsche euch allen, dass ihr bei diesem Triathlon ganz, ganz viel Spaß habt, denn das steht ganz eindeutig im Vordergrund. Ich wünsche, dass ihr alle eure persönliche Bestzeit erreicht und vor allem kommt gut ins Ziel. Viel Spaß! Ja, ganz kurz rein. Ein bisschen abschrecken. Das heißt abschrecken. So kalt ist das Wasser eigentlich nicht. Nur für die Sachen. Ja, und unterdessen immer wieder hier die nächsten Sportler der Sprintdistanz, insgesamt 207. Okay. Und wie ist das Wasser? Stark. Ja, ich wollte nichts anderes hören. So, kommt raus. Alles klar, Mädels, Jungs, wir zählen gleich runter. Noch 30 Sekunden. 25. Noch 20 Sekunden. 15. 14. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also im Schüler-Triathlon sind die dritten und vierten Bester jetzt unterwegs und dann gleich gegen 11 Uhr dann die 5 und 6 Bester. Unterdessen die nächste Frau hier bei uns im Ziel, Jasmin Ausgestach aus Hesse. Oder auch sie setzt noch mal zum Spuren an auf den letzten Metern. Es kommt an einem in Bocholt. In Duisburg ohnehin eine starke Triathlon-Abteilung, eine starke Laufabteilung. Die Laudern 78 jetzt, ja, noch mal durchboosten.
Auch